Hi Leute, Dennis hier von Fishing King. Ich habe heute wieder den Felix Scheuermann an meiner Seite. Der Felix wird uns heute etwas erklären. Und zwar, ich persönlich kenne vom Fiedern eigentlich nur diese ganz normalen Fieder- oder Futterkörbe wie diesen hier. Ja? Einfach so ein Drahtgeflecht mit ein bisschen Blei dran. Aber der Felix wird uns heute einen Einblick geben in das sogenannte Method- oder Method-Fiedern. Ja? Da sehen die Körbe ein bisschen anders aus. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, Felix, du hast uns jetzt hier Körbe und ein paar Sachen mitgebracht. Und wie gesagt, ich kenne halt nur das hier. Das heißt, ich würde jetzt angeln gehen, würde hier mein Futter reinstopfen und loslegen. Genau. Jetzt hast du uns aber hier eine ganze Menge anderen Kram mitgebracht. Unter anderem hier so komische Formdinger hier und irgend so ein Krümmelfutter. Was hat es damit auf sich? Ja, das Method-Fiedern, das kommt eigentlich immer mehr bei uns. So die letzten 5-6 Jahre ist das ganz extrem auch nach Deutschland gekommen. Kommt vor allem aus England, die machen das schon seit vielen Jahren mehr. Oder auch schon, es ist eine abgewandte Form von dem Karpfenangeln, den wir auch kennen mit Futterspirale. Ja. Die auch schon seit den bestimmt 80ern bei uns auch schon bekannt ist. Der Hauptunterschied ist, dass wir hier so einen flachen Korb haben, im Gegensatz zu unserem Drahtkorb, den du gerade schon erzählt hast. Und hier ist der allergrößte Unterschied, dass ich den Köder mit Haken in den Korb reinpresse. Das heißt, ich habe jetzt wie hier nicht so ein langes Vorfach, wo dann unten meine Maden oder Mais dran sind, sondern hier kommt der Köder in das Futter hinein und ist dann komplett verschlossen mit dem Futter. Okay, und das ist auch der Grund, kannst du nochmal herkommen? Das ist auch der Grund, glaube ich, warum du hier so ein super kurzes Vorfach hast, ne? Also ist das das Vorfach, mit dem du später angelst? Genau. Das ist ja der Wahnsinn, das sind ja keine 10 cm. Das sind genau 10 cm, zu sagen. Das ist genau die beste Länge, 10 cm. Und der große Vorteil ist, dass sich der Fisch dabei selbst hakt. Das heißt, wir haben eigentlich kaum noch Fehlbisse. Der Fisch schlägt sich durch das Bleigewicht selbst an und hängt eigentlich zu 99% immer vorne im Mundwinkel. Man hat keinen geschluckten Haken mehr, muss nicht ewig rumdoktern mit der Zange, bis man den Haken rausbekommt, sondern der Fisch hängt immer sauber vorne drin. Und es ist eigentlich eine sehr günstige Angelei. Also mit einem halben Kilo Futter kann ich locker 5-6 Stunden angeln gehen. Ich brauche nicht viel Futter. Ich kaufe mir so eine Dose Boilies, die gibt es hier in so kleinen Dosen zu kaufen. Da sind 50-60 Boilies drin. Die reichen mir 3-4 Jahre meistens. Okay. Und es ist ganz einfach, man braucht keine Maden mehr und so weiter. Also man kann einfach mal spontan an den See gehen, seine Sachen packen und los geht's. Okay, und warum brauchen wir jetzt bei dieser Methode weniger Futter als beim normalen Fieren? Der Grund ist dabei, hier wird ein Futter mit viel mehr Proteinen verwendet. Sehr wichtig dabei sind diese Mikropellets, sind vollgestopft mit Eiweißproteinen. Also gerade das, was der Fisch sucht. Wir haben auch schon Unterwasseraufnahmen dabei gemacht. Man hat gesehen, wenn man hier so einen Korb reinwirft, die Fische gehen nicht früher vom Platz, bis sie den allerletzten Krümel davon gefunden haben. Die werden echt süchtig danach, hat man den Eindruck. Und es ist eben in Verbindung mit Fischmehlfutter, das heißt ein Futter mit viel Fischmehlanteil, eine ideale Kombination, gerade für große Fische. Also kleine Fische unter 500 Gramm fängt man eigentlich kaum damit. Ganz selten mal, es ist eigentlich gezielt auf Karpfen, Schleien, Karauschen, Brassen, also auf jeden Fall nur große Weißfische. Und man kann so super selektieren, wenn ganz viele Kleinfische im Wasser sind, dass man die nicht ans Band bekommt. Okay, das Futter erinnert mich jetzt optisch, zumindest farblich, ein bisschen an das Forellenzeugs, also diese Forellenpellets. Ist es das gleiche, nur in klein, oder? Es ist ein ähnliches, also teilweise auch das gleiche wird angeboten, aber vor allem sind hier eben auch, wie bei dem Aufzuchtfutter, hohe Proteine drin und es ist teilweise etwas abgeändert, um die Bindung zu erreichen, dass ich auch diese Pellets dann pur an meinem Method-Korb fischen kann, so dass es hält beim Werfen, aber auf dem Grund wieder schön auseinander geht. Okay, gut. Was ist der nächste Schritt jetzt? Ja, um euch das mal ein bisschen genauer zu zeigen, müssen wir eigentlich erstmal unsere Pellets vorbereiten. Okay. Normalerweise kombiniert man so ein Fischmehlfutter mit Pellets. Wenn man jetzt gezielt nur auf Karpfen gehen möchte, kann man auch Pellets pur fischen. Ich möchte heute mal lieber gezielt auf Karpfen fischen, deshalb habe ich jetzt mal kein Fischmehlfutter dabei gehabt. Findet ihr aber in jedem Angelladen, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wir machen jetzt mal die Pellets an.
ist eigentlich auch eine ganz einfache Geschichte, wenn man die richtigen hat. Es gibt teilweise welche, da gibt es Probleme mit der Bindung, die lösen sich dann nicht auf oder sie werden schwammig und halten nicht im Korb. Da muss man immer ein bisschen experimentieren, aber wenn man dann die richtigen gefunden hat, macht es auf jeden Fall super Laune und ist ganz einfach. Der Felix hat mir gerade erzählt, dass er jetzt hier eine besondere Route hat, die jetzt extra für das Angeln mit dem Message Feeder da ist. Was ist denn jetzt der Unterschied zu der normalen Feeder-Route, wie wir sie sonst kennen? Ist da irgendwie an der Spitze etwas anders? Oder? Ja, also der größte Unterschied ist eigentlich, dass sie vor allem im oberen Bereich der Route... Also hier? Ja, das sag ich mal, wenn man jetzt die ganze Route betrachtet, dass die oberen zwei Drittel müssen so weich sein wie möglich. Der Unterschied habe ich ja schon erläutert, man fischt mit ganz kurzen Vorfächern. Wir haben ganz wenig Dehnung da drin, natürlich weil die Schnur viel kürzer ist. Ja. Und dass man die Fluchten, die Starken von großen Fischen, was auch der Hauptzielfisch ist bei dem Method Feedern, abfangen kann, brauchen wir eine schöne weiche Rute im oberen Bereich. Das heißt, wenn man das jetzt sieht, die ist hier, geht hier komplett rum, wenn man die mal am Gesamten hat, sieht man das noch schöner. Und das ist eben sehr wichtig dabei. Und im Unterbereich, um auch mal weitere Wurfweiten zu erzielen oder auch genau werfen zu können, oft wirft man an Büsche so nah wie möglich dran oder auch jetzt an Seerosen oder so. Und dass man da noch Kontrolle hat und nicht einen Wurf nach rechts, einen Wurf nach links geht, muss sie im unteren Teil steif sein und das obere Teil so weich wie möglich. Okay, gut. Dann lass uns die mal zusammenbauen, ne? Ja. Die Schnur habe ich schon durchgefädelt zu Hause. Was jetzt noch ein großer Unterschied ist beim Method Feedern, man darf niemals mit geflochtener Hauptschnur angeln. Also da ist monofile Schnur auf jeden Fall Pflicht. Liegt auch wieder an dem kurzen Vorfach, man hat kaum Dehnung und da macht natürlich die monofile Hauptschnur auf die gesamte Länge viel Dehnung aus. Ja, okay, genau, das heißt, monofile Schnur hat eine hohe Dehnung, ich glaube 5-10% sogar insgesamt. Ne? Manchmal bis zu 50% sogar. Ah, okay. Auch, ja. Und gut, bei einer geflochtenen Schnur wäre es Käse, ne? Das genau. Wär, okay, die Rolle, was ist das jetzt für eine Rolle? Ich meine, das ist ja jetzt schon. Ja, das. Der Spul, die Spule ist ja schon ziemlich dick. Komm ich mal ran. Das sieht jetzt ja, ein bisschen abschreckend aus wahrscheinlich. Das ist aber jetzt eigentlich nur deshalb, weil wir jetzt am anderen Ufer, an der anderen Uferseite angeln. Und da ist natürlich eine große Rolle mit einem großen Spulenkopf ideal, um die weiten Wurfweiten zu erzielen. Ja. Man hat natürlich weniger Widerstand, ist aber jetzt kein Muss. Ich habe hier auch eine kleine Rolle. Also wenn ich jetzt auf kürzere Distanzen bis 50 Meter angel, tut so eine kleine Rolle auf jeden Fall auch. Ja. So, die 10 Minuten sind rum. Ich habe ja gesagt, das muss erstmal 10 Minuten ziehen. Kannst ja mal reinschauen. Ja, das Wasser ist weg, ne? Das kommt ja, weg. Komplett weg. Die oberen sind jetzt natürlich noch ein bisschen trockener wie die unteren, allein weil das Wasser immer nach unten geht. Deshalb drehen wir das Ganze nochmal um, tun einmal nochmal alles schön durchschreiben und drehen es einmal um und lassen es 10 Minuten so nochmal stehen. Dann ist die komplette Sache fertig. Die Pellets sind perfekt, um an den Korb zu drücken. Das zeige ich euch dann natürlich auch nochmal. Und eine ganz einfache Sache, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und könnte ich das Ganze jetzt auch schon zu Hause vorbereiten? Weil du gerade sagst, das dauert jetzt, also 10 Minuten vorhin, jetzt nochmal 10 Minuten. Das ist ja Zeit ist Fisch und 20 Minuten Angelzeit fehlen, sage ich jetzt mal. Also ich tue es eigentlich immer zu Hause vorbereiten. Kann man auch ruhig schon am Vorabend machen, wenn man jetzt abends schon mal Zeit hat. 10 Minuten, dann umgedreht und in den Kühlschrank. Ah, okay. Am nächsten Tag raus. Man muss halt nur darauf achten, dass man es nicht bei 20 Grad stehen lässt. Es sind halt viel Eiweiße drin und es trocknet aus, dass es nicht umkippt. Ne? Der Felix wird uns jetzt zeigen, wie wir das Futter auf den Futterkorb bekommen und wie wir das Ganze mit den Haken geregelt bekommen. Erst nochmal zu den allgemeinen Unterschieden. Was gibt es für verschiedene Körbe? Zum einen den Elasticated Feeder. Es kommt viel halt aus dem Englischen. Hier praktisch mit einem elastischen Gummi dran. Der hat eine integrierte Dehnung schon. Ist eigentlich die geeignetere Variante, weil ich durch das kurze Vorfach wenig Dehnung habe und hier gleich ganz viele Stöße abgefangen werden. Die zweite Variante ist ein Inline-Korb, das heißt, die Schnur kann frei auf dem Korb laufen, der Korb ist verschiebbar und oftmals sind hier unten schon Wirbel integriert. Die sind dann praktisch innen reingepresst und es ist so eine halbfeste Montage. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich das jetzt hier rausziehe. Sieht man, hier ist praktisch so ein ganz normaler Wirbel. Der wird einfach hier der Korb einmal durch die Hauptschnur gefädelt und am Ende der Wirbel ganz normal mit einem Wirbelknoten befestigt. Auf dem anderen Ende von dem Wirbel kommt dann mal ein Vorfach dran.
Und so ist diese Montage fertig. Das kannst du uns aber auch gleich nochmal im Detail zeigen, wie das wirklich zusammenknüpft, oder? Genau. Ja. Noch einfacher ist eigentlich die Variante mit dem Elastikkorb. Ich habe jetzt hier meine Hauptschnur kommt. Und da sieht man, ich habe hier einfach nur einen stinknormalen Wirbel dran gebunden. Und an diesen Wirbel hänge ich jetzt einfach das, vom Ende des Korbes die Schlaufe rein, mache den Wirbel zu und fertig ist meine Montage. Simpler geht's nicht. Die einfachste Variante, wie ich persönlich finde. Wie gerade schon angedeutet, zeige ich euch jetzt nochmal, wie man diesen Inline-Method richtig montiert. Ich habe jetzt hier meine Hauptschnur kommt. Ich fädel jetzt einfach den Korb einmal komplett auf die Hauptschnur drauf, komme hier unten wieder raus und binde hier meinen Wirbel mit einem ganz normalen Clinchknoten oder auch einem anderen Knoten. Nehme den praktisch hier doppelt, gehe hier 5 bis 6 Mal außen rum oder auch gern 7 Mal unten durch die Schlaufe zurück. Festziehen, normal einmal kurz feucht machen. Und schon ist die Montage fertig. Ihr seht jetzt, wenn ich jetzt hier oben an meine Hauptschnur ziehe, der Wirbel zieht sich in den Korb rein. Normalerweise wieder so leicht befestigt. Jetzt ist der Wirbel weg. Und wenn jetzt hier vorne, kommt jetzt mein Vorfach dran, wenn jetzt hier ein Fisch beißt, hackt er sich selbst und während dem Drill löst er sich. Und ich habe auch wieder eine größere Dehnung erreicht, weil automatisch praktisch mein Vorfach länger wird. Ja, Felix, du hast ja jetzt gesagt, dass wir hier mit Boilies und Pellets fischen. Und du hast ja hier verschiedene Vorfächer, kurze Vorfächer mitgebracht. Jetzt hast du hier auch ein paar Werkzeuge rumliegen. Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich hier Pellets und Boilies an den Haken? Ja, zeige ich dir gerne, Dennis. Hier habe ich euch jetzt mal ganz viele verschiedene Möglichkeiten mitgebracht. Fangen wir hier an der Seite an. Hier ist so ein genanntes Pelletband. Das ist ein relativ elastisches Band. Da kann man auch dann mal zum Beispiel hier so ein Pellet einfach draufziehen. Spreizen wir ein bisschen. Es gibt auch extra dafür so Spreizzangen, die das auseinander machen. Ich mache mal ein Pellet rein und lass los, dann ist mein Pellet durch das Band gesichert. Mhm. Eine weitere Methode, man kann neben Pellets und Boilies auch mit Teig sehr gut bei den Method Feedern angeln. Kann man sich natürlich selbst mixen. Es gibt auch schon fertige Teigs, ganz verschiedene. Da gibt es so ganz kleine Teigkörbchen praktisch. Da wird der Teig dran geknetet und hält somit länger am Haken. Eine dritte Möglichkeit, das sieht man jetzt hier schlecht, da ist so ein Spike dran, also einfach nur ein kleines Metallstückchen. Kann man das kaufen oder ist das selber gedreht? Das gibt es alles selbst fertig zu kaufen. Okay. Kann auch gerne mal kurz zeigen, wie man dann hier vorgeht. Das ist hier so ein kleiner Spike. Ich nehme jetzt hier mein Boilie, Pellet, was auch immer, und der wird einfach in den Boilie reingesteckt und schon ist mein Köder dran. Jetzt mein erster Gedanke war, das Ganze wird ja jetzt im Wurf wahrscheinlich abreißen, aber passiert ja nicht, weil das Ganze wird ja hier vor dem Wurf ins Futter nachher eingedrückt. Genau. Deswegen bleibt es drin, ne? Wenn das Futter dann, die Pellets fertig sind, zeigen wir mal einmal komplett, wie man den Method-Korb richtig füllt, mit der Form, wie der Köder reinkommt. Und dann sieht man auch, dass beim Wurf eigentlich hier gar keine Belastung draufkommt, sondern der den eigentlich nur festhalten muss, um überhaupt bis auf den Grund zu kommen. Okay, gut. So, kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Finde ich eigentlich persönlich eine der einfachsten und auch vor allem der vielseitigsten Möglichkeiten. Das sind sogenannte Quickstop, Rapidstop, ganz verschiedene Namen von vielen verschiedenen Herstellern. Das ist wie so ein kleiner Dübel und passend dazu gibt es eine Nadel, das sieht man jetzt hier auch nebendran. Der Dübel, der ist auf der einen Seite spitz und auf der anderen Seite hat er eine Öffnung. Hier kann ich mit meiner Nadel reinstechen und damit gehe ich jetzt durch meinen gewünschten Köder, das können Boilies sein, es können Pellets sein. Wichtig ist nur, dass er am besten vorgebohrt ist, damit, da könnt ihr entweder mit kleinen Bohrern arbeiten oder es gibt auch teilweise schon Pellets mit Loch, wie das hier zum Beispiel, oder vorgebohrte Boilies und die können dann einfach mit der Nadel einmal durchstochen werden, das heißt ich steche einmal komplett durch, komme jetzt auf der anderen Seite raus, halte meinen Dübel fest, ziehe die Nadel raus und automatisch ist mein Pellet gesichert. Es ist sehr vielseitig. Ich kann da auch ein Maiskorn dran machen, kann da ein Pellet, ein Boilie, egal was, zu befestigen, ohne dass ich jedes Mal wechseln muss. Zum Beispiel hier kann ich jetzt eigentlich nur Teig damit verwenden. Es ist nicht möglich, jetzt hier ein Pellet dran zu machen oder ein Boilie. Hier kann ich eigentlich fast alles Pellet, Boilie,
Teig geht wahrscheinlich auch, wenn er fest genug ist, mit befestigen. Und es ist eine super Variante, wie ich finde. Als letzte Möglichkeit habe ich euch hier noch so ein, ja, kann man sagen, eine kleine Kunststoffschraube mitgebracht. Die wird einfach dann in den Boilie oder in das Pellet reingedreht. Wichtig ist, dass der Boilie nicht schon komplett ausgetrocknet ist, weil dann ist es kaum noch möglich, mit der Schraube in den Boilie zu kommen. Jetzt ist das Ganze hier in deinem Futtereimer. Das Ganze ist gut durchgezogen jetzt von beiden Seiten. Genau. Was machen wir jetzt? So, jetzt geht es eigentlich los. Wir haben jetzt hier so Mulden, die gibt es dann von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Körbchen dazu. Das heißt, das muss immer passend sein, ne? Genau, also die Mulde und der Korb muss vom gleichen sein und die richtige Größe haben. Dann geht es eigentlich ganz einfach los, egal ob das jetzt Pellets sind oder so ein Fischmehl-Futtermix. Das wird ungefähr hier so ein bisschen gefüllt, die Unterseite. Dann kommt der Boilie drauf in die Mitte. Hat der eine Geschmacksrichtung bestimmt oder ist er einfach nur so optisch als Reiz für die Fische gedacht? Also oder? Die haben ganz viele Geschmacksrichtungen. Ich persönlich finde aber dadurch, dass dieses Fischmehlfutter und diese Pellets so einen starken Eigengeruch haben, nimmt er das quasi auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt so ein Ananas oder ein Erdbeer irgendwas rausriecht. Deshalb, wie man auch sieht, ich habe die einfach alle zusammengeschmissen. Ja. Und ich finde, es geht eigentlich nur nach dem optischen Reiz. Ja, okay, gut. So, jetzt haben wir den Boilie drin. Jetzt wieder aufgefüllt, einmal praktisch die Form ein bisschen höher, also wirklich groß ist gefüllt und der Korb wird von oben auf die Form gepresst. Da kann noch nichts kaputt gehen, ne? Da kann nichts kaputt gehen, einmal ordentlich gepresst und bei manchen hier zum Beispiel gibt es so einen Knopf zum Rausdrücken, da drehe ich es um, drücke zweimal drauf und dann kommt der Korb raus. Man sieht, es ist eigentlich wie so eine Kuchenform wie im Sandkasten früher. Man sieht eigentlich überhaupt nichts vom Köder und hier kommt natürlich auch wieder ein großer Vorteil beim Method Feedern dran. Man kann viel näher an Hindernisse ranwerfen, man kann sogar teilweise ins Schilf werfen, wenn im Wasser steht, mitten in die Seerosen rein. Ich habe hier kein Vorfach, das irgendwo beim Absenken hängen bleiben kann. Kein Haken. Genau, mein Korb, der ist so los, ich kann fast in die Büsche reinwerfen, der fällt immer auf den Boden, wenn er nicht am Ast hängen bleibt mit der Schnur. Und gerade die Fische stehen oft bei klarem Wetter oder auch klarem Wasser ganz nah an Hindernissen. Und da komme ich so weit wie es geht überhaupt dran. Wir haben die Montage jetzt ausgeworfen und während im Hintergrund jetzt die Rute liegt und wir warten, dass ein Fisch beißt, möchten wir euch in der Zwischenzeit zeigen, wie sich das Futter unter Wasser verhält. Das sieht man auch schon, das fängt jetzt sofort an zu arbeiten. Die Pellets fallen schon ganz einzeln am Boden entlang und man sieht eigentlich jetzt schon, was für eine geniale Präsentation das ist. Ein kleiner Haufen, schön mit Futter und Nährstoffen und genau in der Mitte unser Köder. Eine bessere Präsentation gibt es nicht. Also Leute, super geil. Gerade ist wieder ein Fisch auf diese Messe vieler Geschichte reingefallen und ja, der Haken sitzt hier vorne. Ganz vorne wieder, ne? Ja. Super einfach zu entfernen. Ein Handgriff ist ja wieder draußen. Ja, ihr habt gesehen, wofür dieser Gummizug hier tatsächlich da ist. Ne? Also das war schon, glaube ich, wirklich jetzt Gold wert bei dem Fisch am 20er Vorfach. Und ja, also ihr seht, diese Methode ist super effektiv und eigentlich doch auch ziemlich einfach. Ja. Ja, ihr habt gesehen, das Method Feedern ist für einen See natürlich echt wirklich Bombe. Wir würden uns freuen, wenn ihr einiges gelernt habt und wenn ihr es vielleicht selber mal ausprobiert. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich gerne stellen. Und wenn euch das Video und auch dieser Fisch hier gefallen, ja, würden wir uns über einen Daumen freuen. Macht's gut, bis bald, euer Dennis, der Felix und der Karpfen. Macht's gut. Ciao. Ciao.